Die Anreise zum Let's Dance Studio nach Köln-Ossendorf dürfte für Joachim Lambi jetzt wohl etwas länger dauern als noch im letzten Jahr. Der Grund: Die Lambis haben ihren Lebensmittelpunkt ausgetauscht. Der 59-Jährige soll zusammen mit seiner Frau Ilona nach Mallorca gezogen sein. Lambis ehemaligen Nachbarn in Bad Vilbel bei Frankfurt bestätigten gegenüber bunte.de, dass das Paar schon länger dauerhaft auf Mallorca wohnt. Ihr ehemaliges Domizil nördlichen Stadtrand von Frankfurt sei bereits vermietet und das Ehepaar fest nach Mallorca umgesiedelt. Bereits im Frühsommer 2022 soll das Ehepaar Lambi ein 630 Quadratmeter großes Grundstück auf der spanischen Insel gekauft haben, auf dem ein Wohnhaus mit 374 Quadratmetern stehen steht, das Joachim Lambi und seine Frau aktuell nach ihrem Geschmack umbauen lassen. Der Wert des Hauses wird auf 1,2 Millionen Euro geschätzt. Für Mallorca ein eher bescheidener Preis. Man kann hier so viel machen, nicht nur, dass das Wetter fast immer gut ist, man hat eine Stadt mit Palma, man hat die Berge, man hat das Meer, man kann Golf spielen, man kann Radfahren, man kann wandern, also hier ist wirklich alles möglich, schwärmte Joachim Lambi bereits im letzten Jahr von seiner neuen Wahlheimat. Nach der letzten Let's Dance Show ist Lambi übrigens nicht nach Mallorca geflogen, er trat einen 10-stündigen Flug in die Karibik an, um auf der Insel Curaçao an Dreharbeiten für eine neue Traumschifffolge teilzunehmen. Dort übernahm er eine kleine Gastrolle, natürlich als Tänzer.